Bowling Gully. Schwab. Ist in ein Loch. Der war sich nicht schlecht. Murk hat nicht mehr ganz damit gerechnet. Aber mit großem Einsatz. Nochmal. Schobesberger. Gegenliner. Intensives Duell. Bowling Gully. Und von hinten ins Netz. Stefan Schwab. Was hat er gemacht? Von Thomas Murk, da die Flanke von Bowling Gully. Da bringt er nicht mehr genügend Druck drauf, Walke hätte die Ecke zugemacht. Jonasovic, Wolf. Ja, guter Ball auf der Bur in der Mitte, Gulbranzen. Sonst noch wenig an Kollegschaft da. Der könnte sich ausgehen für Schlager. Die größte Chance, von Strebinger. Situation noch nicht vorbei. Die 29. Minute bringt die erste Riesenchance für Xaver Schlager. Und Strebinger mit einer Glanztat hier. Schobesberger. Jetzt vielleicht ein bisschen Platz über links und Fakasch. Der Bauer, Fakasch. Fakasch, und jetzt ist der Ball im Tor! 1-0, es ist Fakasch! Salzburg führt nach 37 Minuten mit 1-0 und darum dauert dieser Jubel hier länger. Fakasch, der hier als Ersatzmann für Ulmer gekommen ist im Doppelpass mit Tabor und dadurch die Beine von Strebinger hat er natürlich ein bisschen Glück. So schön war das gar nicht, ein typischer Spitz irgendwie, aber für Fakasch ist das eine große Geschichte nach Kreuzbandriss. Ist er zurück und er bedankt sich bei Marco Rose für das Vertrauen mit dem Führungstreffer. Schwierig hier, vielleicht ein bisschen schwach attackiert von Mert Mühldür. Ein bisschen glücklich auch durch die Beine für Strebinger die Höchststrafe. Salzburg führt nach 37 mit 1-0. Das ist in jedem Fall zumindest für Patrick Fakasch und seine Mannschaftskollegen eine Herzensangelegenheit. War er doch so lange verletzt. Wie viel kann Rapid da noch zulegen? Tabor. Können die nochmal drauflegen? Draußen wartet Jonasovic. Der bringt den hohen Ball. Gefährlich! Und es steht 2-0. Salzburg legt sofort nach. Tabor! Was vor nicht mal zwei Minuten nach einem 0-0 zur Pause ausgesehen hat, steht jetzt nach nicht mal 39 Minuten. Plötzlich als 2-0 da oben am Bildrand. Hier nochmal, Platz auf der linken Seite, Jonasovic, gefährlich, mit Zug Richtung Tor, der Ball vom rechten Bein und Tabor erntet schlechtes Stellungsspiel hier bei der Rapid-Hintermannschaft. Da muss möglicherweise auch Strebinger direkt auf den Ball. Das ist zu leichtes Spiel für Tabor. Hoffmann hat sich mit Gulbranzen beschäftigt. Sonnleitner zugeschaut. Salzburg führt 2-0. Monas Tabor, fünfter Cup-Treffer. Geht noch was? Dann könnte er hier noch ein Wörtchen mitreden, was die Torschützenliste betrifft. Im Cup-Bewerb. Und der Druck ist gestiegen für Rapid. In der Hoffnung, seit 2008 wieder einen Titel zu holen. Zwei Tore gilt es aufzuholen. Schobesberger Richtung zweite Stange. Ein ordentlicher Schubsack gegen Sonnleitner.
Aber der Schiedsrichter zeigt auf Abstoß. Was hört er sich noch an von seinen Kollegen? Da habe ich in jedem Fall schon ein ordentliches Gerangel gesehen. Die Zeitlupen, die uns unser Regisseur Michael Köckler gleich liefert, werden wohl Aufschluss bringen. Schauen Sie da auf die Mitte, da kommt er gegen Ramaglio schon zu Fall. Alle möglichen Gebeine kugeln durcheinander hier. Oh, ja, das geht einmal nur gegen den Mann. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Schiedsrichter Schüttengruber alles richtig gesehen hat. Das war schon ein ordentlicher Rempler gegen Sonnleitner. Schobesberger wird den in Richtung Elfmeterpunkt bringen. Ja, und der Kopfball, ich glaube, von Hoffmann oder Mülltür, einer von beiden war dran, muss Walke noch entschärfen. Bekommt hier gleich einiges an Zuspruch für das Selbstvertrauen. Ja, Hoffmann. Dann hat bisher gegen die Stange gekracht. Ordentlich gerangelt da im Strafraum. Dapur! Und den kann man eigentlich gar nicht halten. Strebinger. Steht gut, steht richtig, aber warum hat Dapur hier so viel Zeit? Zunächst Onguene, der ihn hier bedient, auch Pavlovic noch dran und dann brauchen sie alle ein bisschen zu lange. Strebinger macht sich gut breit und verhindert hier ein 0 zu 3. Janosovic und Gulbrandsen ist da. Fakas und dann auch noch ein Kopfball von Ongweni. Ball ist schon wieder im Spiel. Murk mit links. Er könnte gut werden. Und er geht an die Latte. Mülltür. Immer wieder taucht er da vorne auf bei Hohenbell. Größte Rapidmöglichkeit. In der 60. Hier nochmal. Oh, der ist fast schon ein Kunststoß per Kopf. Mit dem Rücken zum Tor, per Kopf an die Latte. Schobesberger. Sonnleitner, der Ball ist drin, aber da hat es schon einen Pfiff gegeben. Eine Abseitsstellung. Treffer zählt nicht von Rapid. Aufgestützt oder abseits, eins von beiden. Ah, Teddy Köpper kann es nicht glauben, wir kontrollieren. So, Abspiel also. Abseits kann es nicht gewesen sein. Ein Foul hätte ich hier jetzt auch nicht gesehen. Oh, das ist spannend. Da steigt er schon hoch. Ramaglio fällt allerdings wegen einer anderen Situation. Da zwängt er sich irgendwie durch. Hat er die Hand um Leiner oder Fakas, bin ich mir nicht ganz sicher. So, also. Wenn, dann war es Knasmüllers Foul an Ramaglio. Sonnleitner war es nicht. Aufregung ist groß. Das wäre natürlich ein wichtiger Treffer gewesen für Rapid hier in der 75. Minute. Die sogenannte Rapid-Viertelstunde beginnt. Aber was geht da noch? Buene, brachial, da vorne, Pazzontacca, Minamino. Kein Abseits, das war kein Abseitsspiel. Pazzontacca macht das großartig und verfehlt um ein paar Zentimeter. Das wäre die Entscheidung gewesen. Riesenchance, hervorragend gespielt. Keine Abseitsstellung. Und natürlich wird sich jetzt die eine oder andere Möglichkeit für die Salzburger noch ergeben. 79. Minute. Riesenchance auf das 3 zu 0.
Jetzt geht es ein bisschen zu langsam, zu schleppend bei Rapid, der Spielaufbau. Das war relativ hart gegen Patz und Dacker. Der 20-jährige Bursche, Fuchsteufelswild an der Linie, ist Marco Rose. Und Fakasch, Achtung, wenn Fakasch, ja, hier die zweite gelbe Karte bekommt, dann ist es rot. Und damit ist Salzburg in der Schlussphase einen Mann weniger. Der ist putzheiß. Was auch immer da war, da haben sie sich nicht geschützt genug gefühlt, die Salzburger, ein Foul. Ich glaube, das war es auch an Dacker. Und dann ist Riesenärger hier beim 26-jährigen Patrick Fakasch, der genau solche Szenen als Langzeitverletzter vom Schiedsrichter geahndet sehen will und sich ähnlich wild beschwert wie Fakasch. Also Rose und Fakasch, Putzteufelswild, die anderen Salzburger versuchen das zu ordnen. So, also, hier nochmal. Ja, das ist an sich gegen den Ball, aber das ist schon, ja, durchaus gefährliches Spiel. Achtung, hier nochmal, ja, aufgestellte Fußsohle. Muss man nicht reden, das wäre an sich eine gelbe Karte für Hoffmann. Ob die gefallen ist, gezeigt wurde, ich kann es nicht erkennen. Ich glaube nicht, denn er hat noch nicht mal Foul gegeben hier. Und dann dürfte sich Fakasch ganz wild aufgeregt haben, so wie auch Rose. Und für dieses Aufregen gab es die gelbe Karte und das ist gelb-rot. Und das hätte sie jetzt überhaupt nicht zufrieden. Schwer jetzt zu analysieren. Ich glaube, wir haben eigentlich eine gute Leistung abgerufen. Das war, kann mich selten erinnern, dass wir gegen Salzburg so gut gespielt haben. Salzburg macht dann einen Doppelschlag, führt dann 2-0. Ich glaube, war ja schon unverdient erste Halbzeit, weil wir eigentlich die Chancen gehabt haben, in Führung zu gehen. Haben die nicht genutzt und Salzburg hat dann eiskalt zugeschlagen. Wir haben zweite Halbzeit alles versucht, ranzukommen. Hätten uns auch das Anschlusstor eigentlich verdient, hätten sie erzielen können, aber schlussendlich sind wir daran gescheitert, dass Salzburg effizienter war und wir halt leider nicht in Führung gegangen sind und dann noch einmal das Anschlusstor geschafft haben. Ich glaube, das war die ersten Minuten Abtasten von beiden Mannschaften. Wir sind eigentlich dann besser ins Spiel gekommen und haben aus dem Nichts das Tor bekommen und dann gleich wieder. Da waren wir zweimal unachtsam. Ansonsten hat man eigentlich relativ viel Kontrolle gehabt, haben nicht viel zulassen. Sehr, sehr bitter, weil Salzburg heute sicher schlagbar war. Und wir haben dann alles versucht, meiner Meinung nach auch ein reguläres Tor geschossen. Ein Tor hätte uns geholfen, um vielleicht noch den Ausgleich zu erzielen. Sehr, sehr bitter. Also ich ist mir sehr enttäuscht, weil ich glaube, dass heute nicht die bessere Mannschaft gewonnen hat. Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen, weil sie einfach die 180 Sekunden gehabt haben, die was wir leider nicht gehabt haben. Und so geht man dann als Verlierer am Platz und ich glaube auch, dass Salzburg eben diese Spiele des Öfteren wie wir gehabt haben und dadurch dann auch schlussendlich, da muss man sagen, eben das Spiel dann verdient gewonnen, aber es war trotzdem sehr eng. Was hat gefehlt zum Titel? Ja, wie gesagt, dass halt dann irgendwie der Ball bei Merz ein Kopfball, den an die Latte köpft oder Sonny reinköpft, ich weiß nicht, ob es ein Foul war vor irgendeinem, wo er halt abpfeift. Ja, das waren halt so die ein, zwei Momente, wo wir sicher wieder zurück hätten kommen können ins Spiel. Da waren wir auch überlegen, eben nach der Halbzeit, so zwischen 50. und 65., 70. Minute. Aber ja, da wollte dann irgendwie nicht rein der Ball und dann ist es halt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ja, diese zwei Unachtsamkeiten in den paar Minuten eben. Ansonsten haben wir es eigentlich gut in den Griff gehabt. Naja, und dann effektiver zu sein natürlich. Wir haben sehr viele Standards gehabt, da haben wir viele Möglichkeiten da gehabt. Ein Tor, ein Lattenkopfball und knapp Situationen auch, wo man dann vielleicht das Glück im Abschluss nicht passt hat. Und das ist so im Grunde genommen jetzt direkt nach dem Spiel, was mir jetzt einfällt. Welche Attribute hast du trotzdem gesehen? Leistung war ja nicht schlecht der Mannschaft. Nein, also die Leistung der Mannschaft war definitiv nicht schlecht, aber das ist das eine. Das andere ist, dass man beim Cup-Finale
hast du 90 Minuten oder 120 Minuten und wenn du dann verlierst, nutzt du die ganze Leistung nichts, muss man auch ehrlich sagen, aber sie haben wirklich alles versucht, also wir haben auch zur Pause noch gesagt, da ist noch was drin und sie haben wirklich alles Mögliche versucht, aber Salzburg ist eine gute Mannschaft, das muss man akzeptieren und jetzt stehen wir mit leeren Händen da und das tut schon ein bisschen weh. Wie schwierig ist es, nach so einer Niederlage jetzt den Fokus auf die Liga zu nehmen oder kann man auch aus dieser Partie, so blöd es klingt, das Positive mitnehmen, weil die Leistung ja gar nicht schlecht war? Leistung war in Ordnung, aber es ist im Finale zweite nur der Sieg. Da können wir uns jetzt nichts kaufen. Wir müssen uns jetzt so schnell wie möglich aufrichten und den nötigen siebten Platz erreichen und dann über die Entscheidungsspiele versuchen, in den Europacup zu kommen. Ja, es ist natürlich schwer, aber wir müssen halt die Energie nutzen, die wir jetzt haben, auch die Wut in Energie, in Kraft umwandeln. Samstag ist das nächste wichtige Spiel. Jetzt geht es darum, dass wir uns über Platz 7 qualifizieren und das werden wir machen. Dennoch 90 Minuten Fans hinter der Mannschaft gestanden. Ein paar Worte dazu. Ja, Atmosphäre, Stimmung war natürlich sensationell, war richtig geil und wäre es umso schöner gewesen, wenn wir da heute feiern hätten können. Jetzt schauen wir durch die Finger, aber natürlich schon sensationell, wie wir unterstützt werden, wie viele Leute das mitkommen. Ja, tut uns natürlich auch leid, jetzt, dass wir den Titel wieder nicht geholt haben. Jetzt ist das zweite Mal, dass wir da sind und leider die Partie verlieren. Ja, ich glaube, es ist absolut mehr drin gewesen, aber es bringt jetzt alles nichts mehr leider. Was soll ich noch sagen? Also ich glaube, schon wie wir hergefahren sind ins Stadion, also da habe ich den Jungs schon noch gesagt, Burschen, wir haben heute die große Möglichkeit, dass wir mit ihnen gemeinsam feiern können und das war unser großes Ziel und ich glaube, dass auch jeder Fan, glaube ich, mitgekriegt hat, dass wir das auch wollten. Ja? Und zeigt mir, warum er Rapid-Fan ist, zeigt mir, weil sonst wäre das Stadion leer gewesen, muss man auch dazu sagen. Also wir werden den Titel noch holen. Dieses Jahr ist leider nicht mehr möglich, aber das sage ich ihnen, dass wir einen Titel holen werden, weil sie verdienen es, weil sie einfach die Besten sind.